Schmuckwurst für Weihnachten! 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 Schmuck, passt euch! Na, Frale, passt euch! Hoi! Ja, für Weihnachten darf man was tun, ne? Dieses Weihnachtsspecial soll etwas spezieller werden. Es wird sich mit der Leidenschaft Unimog beschäftigen. Es wird sich auch damit beschäftigen, wie man Unimog auf sich selbst projizieren kann. Wie man selbst als Person zum Unimog wird. Gerade in der heutigen Zeit fällt mir auf, wie verbissen, wie selbstverliebt, wie egoistisch die Menschheit geworden ist, allgemein betrachtet. Durch den stetigen Drang zur Selbstverwirklichung, zur absoluten Individualisierung und Abgrenzung vom Mainstream wird leider ein wenig vernachlässigt, dass es auch wichtig ist, anderen zu helfen und Liebe zu schenken, um sein eigenes höchstes Glück zu erreichen. Darum habe ich vom Unimog einen philosophischen Grundsatz abgeleitet. Für die 6 Buchstaben des Akronyms für Universalmotorgerät, kurz Unimog, finden sich 6 erstrebenswerte Attribute, welche ich jedem ans Herz legen möchte. Universal gelehrt. Man sollte sich niemals neuem Wissen verschließen, jede Gelegenheit ergreifen, sich neues Fachwissen anzueignen. Denn irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem man es für das Weiterkommen nutzen kann. N, wie natürlich. Ein Unimog verstellt sich nicht. Er steht dazu, er ist zu allem bereit. Er macht das, er schafft das, weil es in seiner Natur liegt. Inspirierend. Damit meine ich, man soll stets mit gutem Beispiel vorangehen, so leben, so vorleben, wie man es auch von anderen erwarten würde. Menschlich sein, stets an das Gute im Menschen glauben, alles andere schränkt einen doch selbst ein. Hilfsbereit sein fällt auch darunter. Offen sein für andere Argumente und neue Unimog. Und ehrlich. G. Wie geduldig soll man sein? Ja, ganz einfach, sehr geduldig. Geduld zahlt sich aus. Irgendwann wird alles gut. Irgendwann gibt's keinen Bullock mehr, da gibt's halt noch Unimog, weil jeder weiß, dass ein Unimog einfach das Beste ist. Ich hoffe, jeder konnte etwas mitnehmen, ihr habt verstanden, um was es mir geht. Ich möchte meine Reichweite zu etwas Positivem ausnutzen und die Menschheit inspirieren, sich was zu trauen, was zu erreichen, Ziele zu setzen, kreativ zu werden, sich um die alten Unimog zu pflegen, genauso wie die neuen auszutesten. Einfach Unimog sein. Universell eben. Übrigens, die Kunst dabei ist, seine alten Werte, seine alten Details, mit denen, weil man groß geworden ist, nicht zum Vergessen. Das heißt, in meinem Fall ist der bayerische Dialekt, da bin ich stolz drauf. Ich habe jetzt ein bisschen Hochdeutsch gesprochen, dass jeder, der es verstehen will, auch verstehen kann. Das ist ein Christbaum. Leck, leck. Spaß, Leute. Ich wollte das ja ein Weihnachtsspecial machen. Das war ja ein bisschen anders. Das war was vermittelt, was mir wichtig ist. Und das kann man nicht mit einem 0815 Weihnachtsspecial Christmas Edition irgendwas machen. Das machen wir
philosophisch sein. Wir haben es nämlich wieder mal geschafft. 2020 ist um. Ich hoffe, dass ihr ein paar Videos dabei gehabt habt, die euch gefallen haben. Ein Opa richtet natürlich auch alles Gute zu Weihnachten aus. Opa, hörst? Was ist denn? Schöne Weihnachten! Ich bin Straui. Ja, ich hunde kein Christbaum mit Brot, aber ich hunde einen Duft vom Wald mit Brot, weil du nicht mehr so oft im Wald kommst. Das ist ein krasser Gesicht. Ist das ein Honig? Ja, mehr bei der Marmelade. Aha, aha. Ja, danke für das. Mach dir ein gescheites Brot damit. Ja, danke. Und nicht krank werden. Ja, das ist wichtig und das auch nicht. Ja. Und wünsche ich schöne Weihnachten. Ja. Bleibt gesund. Ja, ja. Die Kleinen sind ja auch ab und zu in den Videos dabei. Meine kleinen Geschwisterle. Und denen machen wir jetzt was zu Weihnachten. Ja, servus! Ja, was für Weihnachten da für? Sicher ohne Mock! Ja, ohne Mock und so! Sechs Dreis Quiz! Ich hab ein Blattzell ohne Mock sogar! Den dürft ihr jetzt zusammen essen! Wir sind klein ohne Mock! Nicht gut! Ein guter Honigmock. Lass dich nur zur Sommerszeit, wenn auch im Winter oder wenn es schneit. Oh Honigmock, oh Honigmock, wie grün sind deine Kleider. Du wirst nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Ich hab schon einen Heckraum gegeben. Was? Du hast den Deckhydraulik zusammengegessen. Ich krieg auch einen. Das ist Tintags. Ja, jetzt weiß ich, warum sie das Kanone mal hat. Weil sie es immer zusammen isst. Sepp, bist du der Rostfraß? Geil dann mit Affe. Gut, jetzt passt's. Magst du es halten, Walli? Der Zwickt sei ganz schön und hau halten, gell? Nicht nieder noch machen. Hey, was wollt ihr? Der zuzelt da drauf. Next. An Weihnachten, da können wir wieder alle glücklich sein. Der Mock läuft jetzt dann wieder hundertprozentig. Neue Reifen gekriegt und auch siehst noch ein bisschen ein Gruschzeug, was man da so braucht. Da ist wirklich jetzt schon viel gemacht worden, dass er wirklich wieder auf einem Level ist. Da war er nicht schon zum Sonntagsausfahren taugt, sondern weil er richtig arbeiten kann.
Ich darf mich sakrisch über ein Abog freuen, wünsche frohe Weihnachten sowie viel Gesundheit und einen guten Rutsch und bis zum nächsten Video.